Ja, und jetzt spiele ich mal wieder Deponia hier und ja. Wann hängen, gell? Krieg ich vielleicht eine Taschenlampe? Das strahlt schon genug. Schade. Jetzt aber, was müssen wir hier machen? Wir kommen ja hier an nichts ran, sichtlich. Wir können nur eine Tümpel einspannen. Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Ach, jetzt. Jetzt habe ich es auch kapiert. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Ja, die passt super gut auf. Die hat sich nur gerade umgedreht. Nein, und die Wachen merken gar nichts. Nein. Ja. Na gut. Der Strohhalm war aber nicht ganz so lang. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Wie kurz sind deine Arme? Jetzt hier. Ich spare mir mein. Ja. Jetzt da rein. Au! Alter, wenn das es schafft. Perfekt. Und jetzt? Ich spare mir meine. Oh, die Zeit ist so negativ. Können wir jetzt mit Gabel, das ist da. Ich spare mir. Ach, warte. Wir können doch. Ich spare mir mein. Von hier aus vielleicht. Au! Ich spare mir mein. Wie? Also wir müssen das irgendwie wegbekommen. Das ist wahrscheinlich mit der Gabel. Und Ich spare mir. haben wir die Cooper? Nein, hier ist Hand ab. Ja, hier schon Arbeit gefragt. Oh. Also das sieht man ja gar nicht. Ehrlich. Au! Du steckst jetzt die Gabel hier da rein, möglichst. Gut. Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Ich dachte, die Deponia ist unbewohnt. Und ehrlich, eine Kuh. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist paranoid 2017. Ja, das denke ich auch. Puh, verdammtes Viech. Und können wir jetzt zum. Ich spare mir mein. Hast du das gehört? Reiß dich mal. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Warte. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Der macht die Du ganze bist Zeit mit. paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Jetzt ist Licht wieder da, heißt. Reiß dich mal zu. Jetzt gehe ich drüber. Mach das Schnabeltier wieder hin. Schnabeltier vor allem. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist paranoid 2017. Und jetzt, ja, gut. Und komisch, dass er das so gut steuern kann. Übertreib's halt.
Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. So. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Alle wieder reden. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen, ne? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja. Ich habe jetzt eins nicht ganz verstanden. Läuft jetzt automatisch. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe es nicht richtig verstanden. Er hat am Anfang gesagt, dass er schon dachte, die wäre mit den Deponianer durchgebrannt. Und hätten wir dann die Backup-Dataset eingelegt, hätte diese auch gewusst, dass Deponia bewohnt ist. Da verstehe ich jetzt nicht ganz, warum der uns zusammensäckelt. Aber egal. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Stör ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Mach doch. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden hab. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Ja. Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. Ja. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Und ja, ich würde sagen... Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit. Dass ich nicht lache.
Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen? Rufus hat dieses gewisse Etwas, das dir fehlt. Du meinst den Mantel, den ich in die Altkleidersammlung geworfen habe. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Kletis ist. Ja, noch was drin? Spitzenunterwäsche für Männer. Kann er behalten. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Hallo, ich will auch was sagen. Rufus hat dieses gewisse Etwas, das dir fehlt. Du meinst den Mantel, den ich in die Altkleidersammlung geworfen habe? Ja. Ja, Cleats könnte halt kein Adventure Rufus spielen. Kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. So, es reicht. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Bitte, sie nicht lache. Macht. Und mit so, dass ich nicht... Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Sonst noch was? Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten 3 Pferde davon satt werden. Der Kerl ist so gut wie erledigt. Goal hat einfach die besseren Argumente. Sehe ich aber nicht so. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Ja, was genau? Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Ja. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Das Gepäck du meinst von dem Kerl? Eine ich Keule wette, er hat den Seitenschneider hat. Vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Halt, stopp. Rufus hat allemal mehr Format als du. Nee, seine Füße so, vielleicht. Dass ich nicht... Ja. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er 1000-mal meine Klamotten auftragen. Und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Nee, was tust du? Lass das! Autsch! Nein! Nicht! Ha! Geht aber, ehrlich. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es! Schnee von gestern! Oh. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia.
Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach! Goal, nicht! Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde.